So, Ex nach einem Treffen fragen, ist das eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Um dieses Thema geht es in diesem Video. Erst einmal ist das Ganze immer sehr, sehr situativ. Also es gibt Situationen, da kann es eine gute Idee sein und Situationen, da ist es keine gute Idee. Sich da anzunähern, jetzt pauschal dir hier die richtige Antwort zu geben, ist so gut wie unmöglich, weil ich deine Situation nicht kenne. Ich werde jetzt ein paar Tipps geben, die dir vielleicht noch was so ein paar Denkanstöße geben können, aber grundsätzlich ist es so, dass ich nicht in der Lage bin, dir wirklich eine 100% Antwort geben zu können, weil ich deine Situation einfach nicht kenne. Deswegen meine Empfehlung, mach den Test aus der Videobeschreibung, füll ihn aus, schick ihn mir zu, dann bekommst du ein komplett kostenloses 1 zu 1 Coaching mit mir persönlich, für das andere viel Geld nehmen würden, indem ich mir deine Situation anschaue und dir dann wirklich genau sagen kann, jetzt nach einem Treffen zu fragen, würde definitiv Sinn machen. Nach einem Treffen zu fragen, würde in deiner Situation keinen Sinn machen. Also, das Erste ist erstmal ganz wichtig, wenn du den Ex-Partner, Ex-Partner nach einem Treffen fragst, ist es immer so, dass du in der Position bist, ich möchte etwas von dir. Und das heißt, du bist schon alleine in dieser Fragestellung irgendwo in einem Hinterherrennen-Modus. Das muss aber nichts Falsches sein. Wenn es so ist, dass ihr zum Beispiel sehr guten Kontakt miteinander habt, ihr schreibt euch regelmäßig, ihr versteht euch gut, es harmoniert gut, ihr seid so ein bisschen auf einer Wellenlänge, dann macht es durchaus Sinn, dass du auch mal anfängst und so fragst, hey, willst du dich nicht mit mir treffen? Wenn es tatsächlich so ist, dass sehr wenig Gegenimpulse vom Ex-Partner, der Ex-Partner kommen, das Interesse relativ wenig ist und du gerne ein Treffen haben möchtest, aber spürst, dass du hier auf einem Mauer prallst und nicht richtig vorwärts kommst und das Interesse vom Ex-Partner, Ex-Partner weniger ist, die Anziehung weniger ist, könnte so eine Frage dazu führen, dass die falschen Signale gesendet werden. Du willst ja Signale senden, die mehr Anziehung aufbauen und nicht Signale, die sie weiter reduzieren. Und gerade anhängliches Verhalten kann eben Anziehung weiterhin reduzieren. Ist natürlich auch sehr situativ. Es gibt Situationen, dann ist man vielleicht anhänglich, aber dann macht es trotzdem nochmal Sinn, nachzufragen und dann über das Treffen den direkten Kontakt eben Anziehung dann aufzubauen. Das gibt es auch. Aber grundsätzlich ist die Ausgangssituation so, dass du hinterherrennst. Deswegen wirklich. Füll den Test aus, schicke mir zu, da kann ich dir ganz individuell helfen. Das kann ich in diesem Video einfach nicht richtig einschätzen für dich, weil ich nicht deine Situation kenne. Aber grundsätzlich bist du da immer in diesem Modus und du solltest gucken, wie der Ex oder die Ex reagiert, wie die Trennungsgeschichte ist, was die Trennungsursache ist und wie vielleicht auch die Entwicklung bisher ist. Ist es zum Beispiel so, dass du dich toxisch verhalten hast und durch dein toxisches Verhalten hast du die Trennung ausgelöst? Da kann es tatsächlich sinnvoll sein, erst einmal temporär, ohne hinterherzulaufen, der aktive Part zu sein, um eben auch damit wieder Vertrauen aufzubauen, zu zeigen, hey, ich habe mich falsch verhalten, ich sehe meine Fehler ein und ich tue etwas dagegen. Das kann tatsächlich hilfreich sein in einigen Situationen, dann auch wirklich nach Treffen zu fragen und da wirklich der Initiator zu sein. Ist es so, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin schlichtweg wenig Interesse hat, die Anziehung raus ist, weniger ist, kann es in einigen Situationen auch sinnvoll sein, auf ihn oder sie zuzugehen, vielleicht nach einem Treffen zu fragen, niemals hinterher, das sollte nur so ein kleines Anteasern sein. Und wenn du dann halt auch Glück hast, es ergibt sich dann über das Treffen Anziehung zu erzeugen, das kann funktionieren. Es kann aber auch so sein, dass du eben nach einem Treffen fragst und der Ex-Partner, die Ex-Partnerin, dem ist das einfach zu viel, ihr ist das zu viel, du wirst direkt abgeblockt. Wenn du fragst, dann sollte es wirklich maximal eine einmalige Sache sein, je nach Situation hier wieder. Es ist halt wirklich ein Thema, das lässt sich nur schwer beantworten. Sollte es eine einmalige Sache sein, aber nicht mehrfach, wenn du merkst, dass da eben nichts zurückkommt und dass es nichts bringt. Zudem ist es sinnvoll, vorher erst einmal Anziehung aufzubauen und erst dann, wenn die Anziehung aufgebaut ist, aktiv danach zu fragen, ob man sich trifft oder nicht trifft. Das heißt, wenn ihr beide schon auf einer Ebene seid, auf der ihr euch sehr gut versteht, es harmonisiert, habt vielleicht telefoniert, es hat sich sehr gut angefühlt und du spürst auch, dass da so Signale vom Ex-Partner
Ex-Partner, Ex-Partnerin durchsickert, dass er oder sie sich schon vorstellen könnte, dass da vielleicht wieder was passiert, dass der Kontakt mehr wird, dass du dann eben mit dieser Frage reinkommst. Wenn es so ist, dass du in diesem Anhänglichkeitsmodus bist, ja, du rennst hinterher, du bist, sagst zu allem ja, du tust alles für den Ex-Partner, die Ex-Partnerin, dann rate ich dir, erst einmal wirklich an dieser Anhänglichkeit zu arbeiten und dieses Thema in deinem Leben zu transformieren. Weil sonst wirst du für ihn oder für sie immer verfügbar sein und du bist in diesem Modus, dass du hinterher rennst. Und genau dieser Modus zerstört halt sehr viel Anziehung. Also, ich sag mal so, aus meiner Erfahrung, wenn ein Mensch wirklich interessiert ist, da kannst du eigentlich so viel sagen und fragen und machen, wie du willst. Es gibt ein paar Grenzen, ja, aber wenn wirklich Interesse da ist, kannst du nur sehr wenig falsch machen, sofern du nicht in diesem Anhänglichkeitsmodus bist, ja. Also Anhänglichkeit heißt, mit Nachrichten zu bombardieren, zu häufen, sowas halt, ne. Wenn das aber die Kommunikation auf einer Ebene ist, kannst du da eigentlich relativ wenig falsch machen. Es wird zu einem Treffen kommen. Wenn nicht von dir, wird dein Gegenüber früher oder später nach einem Treffen fragen. Und wenn es aber so ist, dass die Anziehung eben nicht da ist, dass andere Sachen passiert sind, dass die Entscheidung zur Trennung bewusst im Raum steht, ist es meistens so, dass es schwieriger ist, weil eben diese Gegenentscheidung mit diesen Versuch kommt hat, zu einem Treffen zu kommen. Und deswegen ist es halt für dich wichtig, dass du dir auch die Situation mit anschaust. Sollte der Ex-Partner, die Ex-Partnerin wirklich kein Interesse haben, nicht wollen, du bist vielleicht auch im Anhänglichkeitsmodus, frag nicht nach einem Treffen oder es ist schwierig, das so pauschal zu sagen, frag nicht einem Treffen. Ich hatte auch Situationen, da hat es Sinn gemacht, nach einem Treffen zu fragen. Ja, die haben sich getroffen, dann hat sich was ergeben. Oder noch besser, frag, mach, füll einfach den Test aus, schicke mir zu, dann kann ich dir direkt sagen, was du brauchst und was für dich wichtig ist. Und ob du das tun solltest oder nicht. Aber das sind so die wichtigsten, Sekunde, ich muss mal ganz kurz was gucken, die wichtigsten Dinge, auf die du achten musst und die halt die entscheidend sind, dass du dir diese Situation anschaust. Danach kann es so grob gehen. Auch wichtig, folge da so ein bisschen deinem Bauchgefühl, was das dir gerade sagt. Was sagt denn dein Herz? Fühl mal in diesen Teil hier rein und spür da mal richtig durch. Nicht die Angst, nicht deine Verlustangst, nicht die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht die Angst vor Abweisung, sondern spür mal so richtig ins Herz rein, was dir das sagt. Nimm mir ein bisschen Zeit, fühl da rein, bis du diesen richtigen Moment erwischt hast. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und dann schau mal, was das dir sagt. Das ist immer noch besser als ein Coach, der deine Situation nicht kennt, was ich in diesem Fall einfach bin. Und wenn du dann spürst, dass das Herz gerade sagt, ah, okay, nee, eigentlich ist es gerade keine gute Idee, nee, ich sollte erstmal Abstand halten, ich sollte mich erstmal zurückziehen, dann folge dem, was da für ein Impuls in dir kommt. Das hilft dir wirklich ganz gut, um halt eine kluge Entscheidung zu treffen. Und ansonsten, dann frag doch erstmal nicht nach einem Treffen, sondern geh in die Kommunikation, bau diese Kommunikation auf. Am besten du telefonierst. Ich empfehle immer wenig mit SMS oder Ähnlichem zu machen. Es ist immer wichtig, dass möglichst viel von dir und deiner Persönlichkeit, auch deiner Weiterentwicklung, deiner Transformation, deiner Persönlichkeitsentwicklung transportiert wird. Und dieses Transportieren hängt vor allem davon ab, wie du es kommunizierst. So, nicht indem du sagst, ich habe das und das und das verändert, sondern indem du es lebst und es sichtbar wird. Und das setzt voraus, dass es überhaupt gesehen und gesichtet werden kann vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin. Und per Stimme am Telefon ist schon ein sehr guter Schritt in diese Richtung. Noch besser wäre natürlich dann, wenn man sich irgendwo direkt sieht. Aber gut, darum geht es ja gerade, dass du versuchst, eben so ein Treffen zu bekommen. Deswegen meine Empfehlung, da eher mit dem Telefon zu arbeiten, weil du eben mehr davon transportieren kannst, in eine gute Stimmung zu kommen, eine gute Zeit zu verbringen, auch zu gucken, wo der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin gerade steht, was er oder sie gerade braucht oder möchte oder was wichtig ist. Also versucht den oder die Ex abzuholen, wer sie gerade ist, mit dem Herz, mit der Empathie, nicht mit der Angst, der Verlustangst, weil die will immer nur da sein, die ist besessen und die überrennt sozusagen den Ex oder die Ex. Und dann findest du raus, wer sie gerade steht und dann folgst du noch dem Herzen, deiner Intuition, dann könntest du schon eine gute Entscheidung treffen. So, und zusätzlich auch meine Empfehlung, mach den Test für dich aus, schick ihn mir zu und in der Folge bekommst du von mir ein Coaching, komplett kostenlos, 1:1, wo ich dir wirklich weiterhelfen kann, mit deiner Situation anschaue, dir Fragen stelle, versuche zu erfassen, in welcher Situation du tatsächlich steckst und dann dir eine Antwort gebe, die dir weiterhilft.
So, genau, das ist das, was ich dir soweit dazu sagen kann. Ich hoffe, dass es gute Impulse dabei waren, die dir auch wirklich weiterhelfen. Wenn du sonst Fragen hast, kannst du auch die Kommentarfunktion nutzen, reinschreiben, was du fragen möchtest. Ich mache regelmäßig Frage-Antwort-Videos, wo ich auch auf deine Fragen eingehe. Und unabhängig davon bekommst du von mir, unabhängig davon würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Damit würdest du mich sehr unterstützen, damit möglichst viele Menschen diesen Kanal finden und auch diese kostenlose Hilfe in Anspruch nehmen können. Und in diesem Sinne freue ich mich dann auf dich im nächsten Video. Ciao.